Das sind die Gewinner. Stefan Buchen, Oleg Kaschin und Fahem Boukadous. Die drei Journalisten leisten Außergewöhnliches und bekommen dafür den Leipziger Medienpreis. Dieser Preis ist wie eine Heilung für die Wunden, die ich selber in meiner Arbeit in Tunesien erlitten habe. Gefängnishaft, Hunger, die grundlegende Schädigung meiner Gesundheit. Der Medienpreis ist eine Ermutigung für viele andere Journalisten, die in Tunesien und anderen Ländern tätig sind, an ihrer so wertvollen Arbeit festzuhalten. Diese Auszeichnung zeigt, dass eine solche Arbeit in der Welt wahrgenommen wird. Was mich immer wieder berührt, ist die Reaktion der Menschen vor Ort. Wenn sie sehen, dass ein Ausländer, jemand aus Europa, sich für ihre Probleme interessiert und da nachforscht und auch mal länger nachbohrt und auch bereit ist, mit den örtlichen Behörden in Konfrontation zu treten, zu erleben, wie die Menschen darauf reagieren, dass sie auch dankbar sind, dass sie das achten, das hat mich immer wieder stark berührt. Sagen dürfen, was man sagen will. Unter diesem Motto wird der Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien verliehen. Bereits zum 11. Mal werden drei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich besonders mutig, couragiert und besonnen für die Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Die Preisträger werden auch dieses Jahr nach klar definierten Kriterien ausgewählt. Wir versuchen erstens, diesen Preis sehr international auszurichten, also wirklich zur Kenntnis zu nehmen, was ist in außereuropäischen Ländern, in nichtdemokratischen Staaten, für eine politische Situation. Das zweite ist natürlich dann abzuwägen, wie stark hat sich ein Mensch auch in Gefahr gebracht, um der Wahrheit Gehör zu verschaffen. Das dritte ist, wie bedeutsam ist sein Beitrag zu einer öffentlichen Diskussion. Als im Herbst 1989 die Menschen in Leipzig auf die Straße gehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Ruf und eine ganz wichtige Forderung: Freiheit der Presse. Und dieser Ruf nach Freiheit ist sozusagen der Auftrag auch an uns heute, dieses, wenn Sie so wollen, Vermächtnis zu pflegen und zu bewahren. Also es ist ein Reigen aus der Erfahrung und dem Erlebnis von 1989. Wenn du willst und ihr euch zusammentut, könnt ihr die Verhältnisse verändern.